Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, und auch heute haben wir uns wieder eingetroffen, um ein paar Pakete aufzumachen. Jo, Nummer 1 und Nummer 2 hier von Zavi, wie gestern bereits angekündigt. Da haben mich ja endlich meine Pakete erreicht, welche ich mir hier während der Black Friday Wochen und Deals bestellt hatte. Und ja, jetzt machen wir die eins nach dem anderen auf. Gestern schon 2 Pakete. Falls ihr das Video verpasst habt, guckt es euch an. Es war wirklich geiles Zeug dabei und genauso geil geht es jetzt hoffentlich heute weiter. Ich weiß nämlich nicht, was sie hier in dieses Paket eingepackt haben. Auf dem anderen steht es drauf. Deswegen werde ich das auch nicht so großartig in die Kamera halten. Sonst ist ja die Überraschung weg. Und wir lieben es, ja, überrascht zu werden. Vor allem an Weihnachten. Was befindet sich in den Paketen? Und packen das hier gemeinsam aus. Es geht direkt weiter hier mit Gentle Giant. Oh, da habe ich aber zugeschlagen bei diesen Büsten. Jin Erso haben wir jetzt auch hier. Ich habe mir noch gedacht, wieso habe ich denn die nicht bestellt? Die war doch auch im Angebot gewesen. Also, wie gesagt, bei den Zavi Black Friday Deals, da konntest du richtig viel sparen. Am meisten spart man natürlich, wenn man nichts bestellt. Das ist logisch. Aber ich habe lange hier rumgemacht und wie gesagt, die waren alle runter reduziert auf 20 Euro. Wow, echt geiler Preis. Und schon die beiden Büsten von gestern haben mich schwer begeistert von ihrer Qualität her. Auch hier wieder mit Limitierungskarte. Ja, so schaut das Ganze aus. Gentle Giant typisch, kennen wir ja jetzt. Ist aber richtig cool. Dann haben wir jetzt auch schon Übungen und können das Ganze schneller auspacken. Auch hier wieder Star Wars drauf. Und auch hier wieder die Limitierungsnummer ebenfalls noch hier oben mit drauf. So, wunderbar. Stellen wir das Ganze hier ab, schneiden rein. So. Und einmal drumherum. So, wunderbar. Oh, oh, da fällt die gute ja schon halb raus. Sieht man wie immer schön verpackt hier. Jo. Sicher verpackt. Hier kann absolut nichts passieren und abbrechen. Also wenn hier was kaputt ist, dann ist es kaputt ab Werk. Weil wie anders kann es gar nicht kaputt gehen. Jo, sieht auch wieder absolut top aus von der Verarbeitung her. Vom Gesicht und allem drum und dran. Schaut es euch an. Ich gehe mal wieder ein bisschen in Deckung. Ah, ist sie nicht hübsch? Top bemalt. Also dieser Paintjob ist absolut super. Vor allem auch die Kleidung. Die sieht so absolut, ich komme noch ein Stück näher ran, hochwertig aus. Hier super verarbeitet. Die ganzen Details, die Taschen. Ja, die Nähte. Dann der Reißverschluss und. Auch hinten sieht das Ganze echt gut aus. Jo, und dann können wir uns hier nochmal die Knarre ein bisschen näher angucken. Ja, und die Hand, also auch das. Richtig edel, richtig top. Jetzt schauen wir hier unten nochmal. Hier haben wir die Limitierungsnummer nochmal drauf. Und ich muss sagen, ich bin echt hellauf begeistert von diesen Büsten. Scheiße, jetzt habe ich damit angefangen. Jetzt wird es schwer sein, damit wieder aufzuhören. Aber gut, ich werde auch gucken, dass ich mir die nur im Angebot dann irgendwie bestellt. Und dann wird das schon irgendwie passen. So, und jetzt haben wir dann hier heute noch das Große. Und das lasse ich jetzt, wie gesagt, mal so hier unten. Das ist auch relativ schwer, hat aber auch wieder mit dem Thema Film zu tun. Eine Figur zu einem Film, so viel steht schon mal fest. Ich mache das hier unten auf. Wie gesagt, da ist die Spannung ein bisschen größer. Boah, okay, das geht raus. Okay, okay. Machen wir es hier so raus. Oh, Wahnsinn, oder? Das ist wieder ein schweres Teil hier.
in Folie gepackt. Ich entferne mal ganz kurz die Folie für euch. So, wunderbar. Dann machen wir es auf. Und dann holen wir es raus. Wow. Allein die Verpackung schaut schon mega aus. Wir haben hier Assassin's Creed. Guck mal hier, der Schriftzug glänzt sogar, ist geprägt. Wow. Dann können wir das jetzt mal hier abstellen. Schauen, wie das aufgeht. Nobel, nobel, geht die Welt zugrunde. Jo, geil, oder? So, die Rückseite. Und hier nochmal das Logo drauf. So, dann schauen wir uns mal an, was jetzt da für eine schöne Figur drin ist. Wow, also verpackt ist es schon mal wieder mega. Gut. Styropor, ich liebe dich. Oh yeah. Guti, guti. Oha, da kommt ja noch mehr raus. Alter Falter, was ist denn hier alles drin? Ja, das ist richtig doof, das hier so schön vor der Kamera auszupacken. Ich muss mal wieder zwischen die Beine klemmen. Das geht irgendwie einfacher. So, also guck mal her. Hier haben wir dann noch ein Buch mit dazu, wie das aussieht. Können wir gleich mal aufmachen. So. Schauen wir uns das Teil mal gleich an hier. Oder was soll das sein hier? Okay. Alter, verreck. Okay, geht's da noch wieder auf? Okay. Jo, also das kann man so aufschlagen. Dann kommen hier mehrere Bilder zum Vorschein. Unten. Und das hier. So, halten wir mal das hier rein. So. Und jetzt hier das letzte. Also ist echt cool gemacht, dass man das dann hier so zusammenfalten kann. Schickes Teil. Finde ich geil. Dieses schicke Teil. Und dann schauen wir uns jetzt die Figur an. So. Das ist ja doof, dass es hier so ums Eck geht. Was soll der Quatsch? Okay. Hier auch wieder. Mein Gott, kann man das nicht einfach durchgehend machen? Das geht auch noch nicht. Okay. So, legen wir das Ganze mal hin. Okay, die können wir oben noch sehen. Ja, das war hier auch so leicht geprägt. Schaut cool aus. So, legt man auch zur Seite und dann, wow. Also, geiles Teil. Gefällt mir jetzt schon mega gut. Oh, da schau an. Geil. Fühlt sich auch sehr wertig an. Jetzt gehen wir wieder in Deckung. Oh, runter mit dir. So. Sehr dunkel gehalten hier das Gesicht. Ich kann es gerade nicht heller zeigen. Aber schaut cool aus. Auch hier die Kleidung sehr gut verarbeitet. Hier haben wir dann eine tolle Base. Wenn er scharf schalten mag auf die Base. Jetzt komm. So, jetzt haben wir hier die Base. Auch die richtig cool. So, gucken. Hier unten runter ist nichts. Also kann nur schwer was erkennen. Aber ansonsten ist das echt eine tolle Figur. Und hier haben wir dann noch die Rückseite. Und auch hier sehen wir, wie super bis ins kleinste Detail das optimal verarbeitet und bemalt ist. So, also auch dieses kleine Kerlchen hat jetzt Einzug erhalten in Cinemanuels Collection und auch da passt natürlich schön das Steelbook nebendran.
kann man toll präsentieren und macht auf jeden Fall was her in der Sammlung. Tja, meine lieben Filmfreunde, das war's dann also mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag noch. Macht es gut und genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.